Digitalisierung, also die Möglichkeit von Apps, die Verknüpfung der verschiedenen Verkehrsmittel dann vereinfacht, Mobilitätsstationen, wo dann wirklich der Umstieg auch stattfindet, wo ich vom Fahrrad komfortabel in Bus oder Bahn steigen kann, Reaktivierung von Zugstrecken oder auch Tempolimit. Also ein breites Feld, die Mobilitätswende. Ich freue mich sehr, dass wir heute Winfried Herrmann zu Gast haben, eben den grünen Verkehrsminister, der vorher auch schon 13 Jahre Mitglied im Deutschen Bundestag war, Vorsitzender des Verkehrsausschusses, sich also schon lange, lange mit diesem Thema Mobilität, Verkehr beschäftigt und jetzt ein Buch dazu geschrieben hat. Und alles bleibt anders. Meine kleine Geschichte der Mobilität. Hört sich spannend an. Ich kenne es noch nicht, bin also sehr neugierig, was wir daraus hören werden. Geplant sind zwei bis drei Blöcke, in denen was vorgelesen wird. Im Anschluss dann die Möglichkeit, Fragen zu stellen. Ich möchte euch bitten, die Fragen in den Chat zu schreiben, sodass wir die ein kleines bisschen sortieren können und dann würde ich die stellen. Sie können auch gerne einen Kontakt dazu schreiben. Wenn dann nicht alle Fragen heute Abend geklärt werden können, können wir auch gerne im Nachhinein was beantworten. Sie haben es gemerkt, wir haben die Mikrofone und Kameras stumm geschaltet, sodass wir uns voll auf Winfried Herrmann konzentrieren können. Das Ende der Lesung ist geplant für 18.45 Uhr. Ich freue mich, dass auch Frau Jansen vom Haller Tagblatt dabei ist. Guten Abend, Frau Jansen. Und noch ein Dank an Osiander, die die Veranstaltung mit unterstützen und wo Sie das Buch bestellen können. Soweit die Einführung von mir. Und ich übergebe an Winfried Herrmann und bin jetzt sehr gespannt, was im Buch steht und auch die Geschichten, die wir vielleicht drumherum noch erfahren können. Winfried Herrmann, du hast das Wort. Ja, herzlichen Dank, liebe Jutta, sehr geehrte Frau Abgeordnete. Herzlichen Dank, dass ich die Gelegenheit habe, aus meinem Buch zu lesen. Ich grüße alle, die jetzt interessenhalber sich eingeschaltet haben und freue mich, dass wir darüber heute Abend nicht nur hören, sondern vielleicht auch sprechen, soweit es hier in diesem Format geht. Vielleicht sollte ich ein bisschen was zu dem Buch selber sagen. Das Buch ist eine Mischung aus eigenem Erleben und Politik. Also es ist in der Ich-Perspektive geschrieben und manche Kapitel haben einen größeren biografischen Anteil und dann kommen sie im zweiten Teil, wird es politisch. Manchmal ist es eher umgekehrt. Jedenfalls war meine Idee, und ich glaube, das ist gar nicht so schlecht gelungen, dass man die großen Themen der Verkehrspolitik auch sozusagen an sich selber aufzeigt. Und der Rückblick in die eigene Vergangenheit zeigt doch manches und manches ist sogar erhellend. Wir machen jetzt also einen großen Sprung zurück in eine andere Zeit, nämlich in die Zeit meiner frühen Kindheitsjahre. Man wird feststellen, da habe ich die erste Verkehrswende erlebt. Das erste Kapitel geht über die Schiene. Schiene AD vom alten Güterbahnhof und einer neuen Hoffnung. Im Sommer 1952 wurde ich in der Güterbahnhofstraße 1 in Rottenburg am Neckar geboren. Es war noch eine Hausgeburt, 100 Meter vom Güterbahnhof und 200 Meter vom Bahnhof entfernt. Wohnen ist Omen, könnte man sagen. Die alte häusliche Wirtschaft und das häusliche Leben wurden in dieser Zeit schrittweise ausgelagert an neue Spezialeinrichtungen. So wurden die allermeisten meiner späteren Mitschüler ganz dem Trend der Zeit entsprechend bereits in der Tübinger Universitätsklinik geboren. Während Hausgeburten heute wieder sehr beliebt sind, werden andere Bräuche mit gutem Grund wohl nicht mehr in die Häuser zurückkehren. Alte Selbstverständlichkeiten wie die Hausschlachtungen wurden bereits damals immer seltener. Geschlachtet wurde zunehmend im Schlachthof. Man konnte diese Veränderungen buchstäblich auf der Straße sehen. Schließlich musste fortan mehr gefahren und mehr transportiert werden. Es war kein Zufall, dass meine Eltern in der Güterbahnhofstraße 1 zusammen mit den Großeltern mütterlicherseits wohnten. Mein Großvater war amtlicher Rollfuhrunternehmer, wie damals die Bahnspediteure genannt wurden. Sein Büro hatte er im Güterbahnhof und meine Mutter machte dort die Büroarbeiten.
Logisch, dass ich als Kind am und im Güterbahnhof viel Zeit verbrachte. Es war unser Abenteuerspielplatz, auch wenn wir Kinder öfters verscheucht wurden. Wo und wie wir damals spielten, kann man sich heute kaum mehr vorstellen. Jedenfalls hätte ich meine Tochter niemals an einem so gefährlichen Ort spielen lassen. Für meine Generation war die Einrichtung von Spielplätzen dagegen etwas Befremdliches. So etwas brauchten wir nicht. Die ganze Welt um uns herum war ein Spielplatz, ja ein Abenteuerspielplatz. Wir erfanden unsere eigenen Spielgeräte und lernten, auf uns selbst aufzupassen. Die meisten Erwachsenen hatten genug zu tun und keine Zeit, die Kinder zu überwachen oder gar zum Spiel anzuregen. Wir spielten hinter den Paletten und Waggons Verstecken. Dabei schauten wir aus nächster Nähe zu, wie Züge rangierten, wie man Güterwaggons entlud, wie die Wagen gelagert und umgelagert wurden, wie dieses Stückgut auf den einen Lastwagen, den meines Großvaters und auf den eines Pferdegespanns, auch meines Großvaters, geladen wurden. Die größeren Transporte kamen damals mit der Güterbahn und fielen in das Transportmonopol des amtlichen Spediteurs. Die kleineren Pakete und Päckchen und die Briefe kamen mit der Personenbahn, die einen Gepäckwagen oder ein Gepäckabteil hatte. Sie wurde von der Post mit dem Postauto mit vielen Briefträgern ausgetragen. Ich verbleibe bei diesem Begriff hängen. Briefträger, das waren die damals noch. Erst später wurden sie zu Brieffahrern. In diesem Prozess vom Träger zum Fahrer spiegelt sich das große Ganze wider. Ein Mobilitätswandel, der alle Branchen, alle Lebensbereiche durchdrang und sicher vieles erleichterte und beschleunigte. Aber andererseits könnte man schon wehmütig werden, wenn man an das Bild der vielen Briefträger denkt, die wie fleißige Bienen die Straßen bevölkerten. Sie transportierten die Briefe, aber sie kommunizierten auch mit den Menschen. Der Postbote wusste damals noch am besten Bescheid über die Leute. Frei nach Janosch, der einmal einen Postboten sagen lässt, du darfst keine Briefe lesen und keinem erzählen, was drinsteht. So wie es im Rottenburger Güterbahnhof zuging, ging es auch in allen kleinen und größeren Städten in Deutschland zu. Jede Stadt und jeder größere Ort hatte einen Güterbahnhof. Meistens war dieser ein mehr oder weniger großer Holzschuppen. Ein einfaches Holzgebäude mit Laderampe, vorne zur Straße, hinten zur Schiene. Nur Personenbahnhöfe waren aus Stein. In meinem Geburtsjahr 1952 gingen noch über 50% aller Transporte über die Schiene. 23% wurden mit dem LKW befördert und sogar 25% mit dem Binnenschiff. Deutschland war ein echtes Bahn, man könnte fast sagen auch ein Schiffsland. Güterfernverkehr auf der Straße war begrenzt und genehmigungspflichtig. Heute wird dieser Bahnanteil mit dem zigfachen Volumen auf der Straße transportiert. Bahn und Post waren lange staatlich. Der Transport, sofern er von Privatfirmen bewältigt wurde, war streng reguliert. Kauf und Einsatz von Lastwagen und Omnibussen mussten vom Staat genehmigt werden. Diese Zeit erscheint einem heute sehr weit weg. Aber das gesamte Transportwesen war bis in die 90er Jahre in allen marktwirtschaftlichen Demokratien des Westens weitgehend staatlich oder staatlich reguliert. In der bäuerlichen Landwirtschaft waren Traktoren in den frühen 50er Jahren noch selten. Der Standard war das zweirädige Fuhrwerk mit einer Kuh oder einem Ochsen. Die Lohnkutscher hatten einen Wagen mit Pferd, das in der Regel doppelt so schnell war wie die alten Kühe. Aus heutiger Sicht ging das nach Spätmittelalter oder wie ein Bericht aus der sogenannten Dritten Welt. Aber so war das einfache Leben in der Nachkriegszeit, zumal in der ländlichen Kleinstadt. In fast jedem Haus gab es noch einen Stall und vor dem Haus eine Miste. Heute sind die Ställe längst Garagen und die Mistplätze Stellplätze. Landwirtschaft war Subsistenzwirtschaft und Nebenerwerb zur teilweisen Selbstversorgung. So anders war die Welt im Nachkriegsdeutschland. Ich wusste als Enkelkind eines Spediteurs selbstverständlich, wie viele LKWs die Spediteur der Stadt und wie viele Busse die hatten. Ich liebte unser Pferdefuhrwerk, den Geruch der Pferde und des Heus, das sie bekamen. Und zugleich war ich fasziniert von der neuen Zeit. Die alten Frauen, viele waren Kriegerwitwen mit ihren alten Kühen, die einen alten Wagen langsam durch die Straße entlang zogen, fand ich natürlich ziemlich altmodisch.
Dafür gab es noch Traktoren mit Anhängern und Lastwagen. Deshalb wollte ich unbedingt mit Opas neuem Lastwagen mitfahren, wenn der Fahrer Martin wieder einmal nach Stuttgart fuhr, um Kohle zu holen. Ich erinnere mich noch genau an die laute und rucklige Fahrt mit dem gerade fertiggestellten Stuttgarter Neckarhafen. Ich war schwer beeindruckt von den riesigen Kränen, mit denen die Schiffe entladen wurden. Der Neckarhafen kam mir im Vergleich zu dem, was ich in meiner Kleinstadt an Baggern und Kränen gesehen hatte, gigantisch groß vor. Heute weiß ich, nachdem ich die Häfen von Hamburg, Shanghai und Mumbai gesehen habe, was wirklich große Häfen im globalisierten Welthandel sind. In den 60er Jahren konnte man sehen, wie rasant sich die Transportwelt veränderte. Selbst als Kind und Jugendlicher nahmen wir die Veränderungen wahr. Dem Tod meines Großvaters folgte alsbald das Ende des alten Rollfuhrunternehmens. Mit dem Tod des letzten Zugpferdes kam das Ende des Pferdefuhrwerks. Fortan wurden die Waren mit stinkenden Dieseltransportern ausgefahren. Kurze Strecken, alle paar Meter, wurde zum Schaden der Motoren angehalten. Das war völlig ineffizient. Und Pferde waren dafür eigentlich besser geeignet gewesen. Die Spedition, die auf Lkw-Transporte setzte, kaufte einen Lkw nach dem anderen. Unser Betrieb lief mit dem drastischen Rückgang des Gütertransports auf der Schiene immer schlechter. Gleichwohl war es eine schwere Entscheidung meiner Eltern, das Geschäft zu beenden. Sie holten sogar uns Kinder mit in die Entscheidungsgespräche. Es war klar, entweder man steigt um auf die Straße oder man gibt auf. Mein Vater hätte seine sichere Position als Geschäftsführer einer Druckerei aufgeben müssen zugunsten eines Speditionsbetriebes auf der Straße. Das hat er nicht gemacht und die Familie war damit im Reinen. Denn im Schienengüterverkehr sahen wir keine Zukunft und eine Lkw-Spedition lag uns fern. So wurde aus mir auch kein Transportunternehmer, sondern ein Transportminister. Aber das dachte damals natürlich niemand. Meine Eltern hatten ganz andere Perspektiven für mich. Pfarrer oder vielleicht Förster oder doch lieber Lehrer. Und ich wusste auch, was ich einmal machen wollte. Ich hörte Tag und Nacht die Rolling Stones und träumte von einer eigenen Rockstar-Karriere. Der Niedergang des Schienengüterverkehrs wurde politisch hingenommen wie ein unabwendbares Schicksal. Dabei hatte die Politik alles getan, um die Straßen auszubauen. Ein umfassendes Netz von Autobahnen wurde für die Bundesrepublik geplant und in vergleichsweise kurzer Zeit von nur 2 Jahrzehnten auch gebaut. Der sozialdemokratische Verkehrsminister Georg Leber versprach Anfang der 70er Jahre ein dichtes Autobahnnetz für die ganze Republik. Niemand solle mehr als 20 Kilometer zur nächsten Autobahn auf sich nehmen müssen. Parallel wurde der Schienenverkehr heruntergefahren. Erst wurden die kleinen Bahnhöfe, dann die größeren Güterbahnhöfe nicht mehr bedient. Und die Politik klagte Jahr für Jahr über Millionendefizite der Staatsbahn und hatte keine Antwort auf weitere Schließungen, außer weitere Schließungen und Reduktionen. Die Schieneninfrastruktur wurde nicht modernisiert, schon gar nicht die Güterbahnverkehrsinfrastruktur. So ging das bis zum Ende des letzten Jahrhunderts. Obwohl die boomende Wirtschaft immer mehr zu transportieren und zu exportieren hatte, konnte die alte Eisenbahn davon aufgrund fehlender Strategie und einer völlig auf Straße und Straßenbau fixierten Verkehrspolitik nicht profitieren. Parallel dazu unterstützten Stadt- und Regionalentwicklungspolitik diese fatale Entwicklung. Zahllose neue Wohn- und Gewerbegebiete wurden ohne Schienenanschluss geplant und gebaut. Dafür erschloss man sie perfekt mit Asphalt. Die Straßen wurden den Transportunternehmen und den Privatleuten vom Staat kostenfrei zur Verfügung gestellt. Sie zahlen da schließlich Mineralölsteuer, die allerdings nicht ausreichte, die wahren Kosten des Systems zu begleichen. Zugleich wurden die gewaltigen Defizite der damaligen Bundesbahn beklagt. Ein Fass ohne Boden, das sei die Bahn. Die Kosten des Schienenverkehrs wurden als Defizit gewertet. Die Ausgaben für die Straße als Investitionen. Wie kann man sich so verrechnen? Ich breche an der Stelle ab. Es geht natürlich noch weiter, wie sich die Schiene entwickelt hat. Und ja. Wir wollen ja auch noch reden.
Vielen Dank. Das war ja ein weiter Bogen mit spannenden Einblicken. Also wir haben auch mal neben einem Güterbahnhof gewohnt und da war tatsächlich das Erste, was ich war damals kleines Kind mitgekriegt habe, war, dass da tatsächlich jemand verunglückt wurde. Also für mich hatte das immer mit Gefahr zu tun und nicht mit Spielplatz wie bei dir. Also gibt es unterschiedliche Erinnerungen dran. Und freut mich natürlich auch, dass du auch den Bogen zu den Hebammen schlägst, die ja auch ein Herzensthema von mir sind. Und auch da wir eigentlich wieder viele Dinge, die früher selbstverständlich waren, jetzt wieder erkennen, wie wertvoll die waren und die wieder versuchen aufzubauen. Mich würde natürlich dann direkt interessieren, wenn du das so beschreibst, die Wende weg von der Schiene, das Geld floss in die Straßen, das wurde als zukunftsfähig betrachtet, Schiene irgendwie nur defizitär und irgendwie von gestern. Heute wissen wir es besser, dass das ein großer Fehler war. Auch hier sind ja, Stichwort Kochertalbahn zum Beispiel in der Region, noch Schienen rausgerissen worden oder die Nebenbahn in Blaufelden, die vom Verein aufgebaut wird und wo die Hoffnung ist, dass wir da auch wieder Verkehre, erstmal touristische, draufkriegen, wo er auch das Land mit unterstützen möchte. Aber einfach ist das ja nicht. Oder Stichwort Elektrifizierung, Hohenloher Bahn, zweigleisiger Ausbau Moorbahn. Was sind denn so deine Ideen dazu? Was sind die wichtigsten Schritte, die wir jetzt machen müssen, die auch auf Bundesebene passieren muss, die wir auf Landesebene beeinflussen können, um der Schiene wieder den Stellenwert zu geben, die sie haben muss, gerade in der klimaneutralen Mobilität? Also ich habe ja bewusst an der Stelle jetzt den Text geändert und gesagt, wie kann man sich so verrechnen? Es ist ja interessant, dass man ab einem bestimmten Zeitpunkt Investitionen in die Schiene als Verkehrsinfrastruktur als defizitär bezeichnet hat und die gleichen Summen, die zum Teil höheren Summen in die Straße als Zukunftsinvestitionen, als was Positives angesehen, obwohl das beides im Haushalt was gekostet hat. Ja? Also so gesehen könnte man sagen, jeden Straßenbau ist ein Defizit. Ja? Aber bis heute spricht man von Zukunftsinvestitionen bei der Straße und wenn die Schiene Geld braucht, spricht man vom Defizit. Und da muss erstmal also jetzt grundlegendes Umdenken sein, dass, das ist meine feste Überzeugung, in einem demokratischen und sozialen und umweltfreundlichen Staat muss die Verkehrsinfrastruktur von der öffentlichen Hand bezahlt und gesteuert werden. Und deswegen haben wir auch als Land Verantwortung übernommen, auch für den Ausbau von Schieneninfrastruktur. Obwohl nach Grundgesetz in erster Linie der Bund zuständig ist. Das ist ganz klar geregelt, aber der Bund hat in den letzten Jahrzehnten sich nicht nur zu wenig investiert in die Schiene, er hat sich auch, wenn man so will, hat sich sehr stark konzentriert auf die Hauptachsen und auf die Hauptstrecken. Dort wurde viel Geld investiert. Stichwort Hochgeschwindigkeitsbahn. Da wurden viele Milliarden verbaut und die sogenannten Nebenstrecken wurden vernachlässigt. Da wurde ganz wenig gemacht, jedenfalls nicht richtig modernisiert. Und unsere Philosophie ist, dass eine gute Bahn nur funktioniert, wenn sie ein gutes Netz hat und nicht nur ein paar schnelle Strecken. Und jeder, der mit der Bahn fährt, der weiß genau, schnell bist du zwar, wenn du von A nach B schnell kommst und nicht umsteigen musst und im Intercity Express wirst. Aber ich meine, wie viele Bahnhöfe gibt es, die am Intercity-Anschluss haben? Sondern entscheidend ist ja, wie kommst du tatsächlich von A nach B dazwischen oder von meistens ist ja von A nach B, nach C, nach D und nach F ist dann das Endziel. Ja? Also man muss ein paar Mal umsteigen. Deswegen kommt es auf die Netzgeschwindigkeit, auf die Umsteigemöglichkeiten an. Deswegen ist wichtig, dass wir Bahnhöfe als gut angedockt an den Busverkehr oder auch Car2Go oder Radverkehr, dass das Umsteigen gut klappt, dass es barrierefrei ist und dass wir dann jetzt mit unserer Initiative, wir haben da zwei große Initiativen gestartet. Einmal Elektrifizierung der nicht elektrifizierten Strecke, da hatten wir ja schon die Hohenlohe Bahn angemeldet zum Bundesverkehrswegeplan 2015, vom Bund abgelehnt worden. Geht uns nichts an, das ist Regionalverkehr. Obwohl wir aufgezeigt haben, dass es eine mögliche elektrifizierte Güterverkehrsachse ist, die die A6, die völlig überlastet ist mit LKWs, entlasten könnte und einen klimafreundlichen Transport von Mannheim über Nürnberg nach Prag zum Beispiel ermöglichen würde. So, dann haben wir als zweite große Initiative haben wir gefragt, welche alten Strecken könnte man reaktivieren. Da haben sich viele gemeldet und gerade in eurer Region auch mehrere. Wir haben eine Potenzialanalyse gemacht, um herauszufinden, wo gäbe es genügend Fahrgäste.
Und das sind eure Strecken ja mit dabei. Und jetzt muss halt untersucht werden, was ist, nicht nur ist es machbar, sondern auch, was wird es kosten und rechnet sich das Ganze. Ja, die Phase wird jetzt eingeleitet und das würde eigentlich das Netz verbessern. Aber das sind nur zwei Projekte, die wir machen. Und die werden jetzt beide, anfangs waren wir da allein unterwegs, inzwischen hat der Bund erkannt, dass er da auch was tun muss. Insofern gibt es jetzt auch erheblich Bundesmittel. Und jetzt können wir zum Teil das nachholen, was der Bund abgelehnt hat. Also die Elektrifizierung zum Beispiel der Hohen Neue Bahn. Und ich hoffe auch, dass wir das in den nächsten Jahren wirklich richtig konkret angehen können. Denn ich glaube, das halte ich für Verkehrs. Da geht es nicht nur um den Personenverkehr, sondern da geht es auch um Güterverkehr. Aber hätte natürlich auch Vorteile, wenn man da mit der Stadtbahn dann durchfahren könnte, zum Beispiel. Ne? Also vielleicht noch ergänzend dazu, wir haben jetzt viel über Infrastruktur gesprochen. Wir haben unlängst eine große Untersuchung machen lassen über den Zustand des öffentlichen Personenverkehrs in Baden-Württemberg im Vergleich auch zu anderen Regionen in Deutschland und der Schweiz und Österreichs. Und was da rausgekommen ist, dass wir infrastrukturell gesehen, also wenn man Schiene, Straße, also Omnibusse mit dazu nimmt, gar nicht so schlecht aufgestellt sind, sondern dass wir eigentlich vor allem ein Problem haben, dass wir mit dem, was wir haben, da nicht genügend draus machen. Man könnte die Busse häufiger fahren lassen. Dann kriegst du auch mehr Fahrgäste oder man kann auch die Züge häufiger fahren lassen oder größere Züge fahren und so weiter. Also es kommt sehr auch darauf an, dass man auf der Infrastruktur ein gutes Angebot macht. Und was halt wichtig ist, dass wir die Infrastruktur modernisieren, dass die wirklich nicht mit der Technik des letzten Jahrhunderts, die sehr inzwischen sehr brüchig ist und anfällig ist und sanierungsbedürftig, mit der wird man die Zukunft nicht gewinnen. Ja, von der Technik können wir hier ein bisschen was erzählen. Also ich pendle ja auch immer noch regelmäßig nach Stuttgart, wenn Landtagssitzungen sind. Und auch wenn das Angebot insgesamt ja viel besser geworden ist, neue Wagen fahren, ist es aber trotzdem immer noch mal eine Signalstörung oder was auch immer. Und es bleiben immer noch Züge liegen. Und das ist natürlich blöd, weil leider auch der Service nicht so richtig gut ist. Aber ich weiß ja, dass das Land da viel, viel, viel tut, um das auf einen guten Stand zu bringen und das vor allen Dingen an den Unternehmen, die das betreiben, die da jetzt erstmal in der Pflicht sind. Aber also im Fortgang dieses Kapitels beschreibe ich auch diese Zustände, die du auch wirst du wiederentdecken, manches, was du selber erlebt hast oder mir erzählt hast. Und da kommt natürlich aber auch drin, was sind die Ursachen, ja, an die man rangehen muss. Denn das Projekt Modernisierung der Schiene, das kann ein Land nicht alleine stemmen. Das muss vor allem der Bund angehen. Im Chat habe ich eine Frage von der Charlotte. Und sie fragt danach, wie es denn um Stuttgart 21 steht und wann der Bahnhof fertig sein wird. Was ja sicherlich auch Auswirkungen auf die Verbindung hier bei uns in der Region hat. Also meine gängige Redeweise lautet einstweilen 2025. Also das ist der letzte offizielle Termin, also Dezember 2025. Ich habe jetzt auch keine Hinweise, dass das nicht klappt. Allerdings muss man sagen, nebenbei, so ganz unbemerkt von der Öffentlichkeit, hat die Bahn das Projekt Stuttgart 21 aufgespalten in zwei Projekte. Zum Stuttgart 21 gehörte einerseits der tiefe Bahnhof in Stuttgart selber, also im Zentrum neben dem alten Hauptbahnhof. Und ein neuer Tiefbahnhof am Flughafen. Das ist auch Stuttgart 21. Und der neue Tiefbahnhof am Flughafen ist erst vor einem halben Jahr überhaupt begonnen worden, und zwar nur von einem Teil. Der zweite Teil hat noch nicht mal einen Planfeststellungsbeschluss. Also da kann man natürlich aus Erfahrung heraus sagen, da wird vor 2030 kein Bahnhof eingeweiht. Ja? Und wann genau der fertig wird, kann heute gar niemand sagen. Weil jetzt gibt es wieder neue Ideen, dass man den wieder umbaut oder umplant. Und man weiß nicht, wie lange geht das Planungsverfahren, man weiß nicht, wie viele Gerichtsurteile wird es geben oder wie viele rechtliche Auseinandersetzungen wird es geben. Also von daher kann man sagen, unten wahrscheinlich eben ein Teil wird fertig 2025. Übrigens, das ist das längste Kapitel zu Stuttgart 21 im Buch, wobei ich aber nicht nochmal die alten Debatten führe, sondern ich beschreibe sozusagen die Geschichte, wie es zu der Entscheidung gekommen ist und auch, wie ich persönlich und wir Grünen damit umgegangen sind, dass das
dass wir erst sozusagen dachten, wir kriegen das zum Kippen und dann kommt der Volksentscheid und es geht anders aus, als man denkt. Und es gibt ein letztes Kapitel, das heißt Stuttgart 2051. Okay, bedeutet? Bedeutet, dass ich beschreibe, wie ich die Stadt erlebe mit einem Hybrid-Rollstuhl mit 99 Jahren, wo ich nach langem Wohnen nach meinem aktiven Leben als Ruheständler mal wieder in die neue Stadt Stuttgart zurückkehre, die einen neuen Ruf von einer Öko-City hat, wie die jetzt aussieht. Und da besuche ich dann auch den Bahnhof, der dann sein 25-jähriges Jubiläum feiert. Und so. Ich verrate ja nichts alles. Ja. Ja, das verstehe ich. Nur noch die Frage, gibt es denn auch, weil ich das schon auch spannend finde, so einen Faktencheck zur Schlichtung und zum Volksentscheid damals, wie das Verhältnis ist, was bei denen, die Stuttgart 21 befürwortet haben, eingetreten ist, von deren damaligen Fakten, auf deren Grundlage die Entscheidung dann ja auch viele getroffen haben und den Fakten, die die Gegner von Stuttgart 21 benannt haben. Gibt es da einen Faktencheck in deinem Buch zu, wie das so nachdrücken? Ja, man kann schon sagen, fürs Recht haben wirst du in der Politik nie belohnt. Und ich habe ja leider auch nicht, ich bin ja beschimpft worden als Lügner von einer Abgeordneten, die heute noch im Landtag sitzt und die, als ich gesagt habe, 4,5 Milliarden wird nicht reichen, wahrscheinlich auch nicht 6,5. Die hat sie aber nie bei mir entschuldigt. Übrigens, alle die Stuttgart-Befürworter, die immer bestritten haben, dass es so, wir haben immer gesagt, es wird lange dauern, es wird teurer werden, es wird Schwierigkeiten geben und so weiter. Und ich habe noch von keinem der Befürworter gehört, dass er sich geirrt hat. Im Gegenteil, wenn du die mal nebenbei fragst, sag mal, hast du nicht ein bisschen das Gefühl, dass du dich getäuscht hast? Es geht so, hat es so lange keiner, kriegst du sofort die Antwort, naja, das lag ja nicht an uns, es sind ja die Grünen gewesen. Wären die Grünen nicht gewesen, wären wir schon längst fertig. Und dann wäre es auch billiger geworden. Also man kann da ziemlich viel verdrehen. Mhm. Das habe ich schon auch jetzt gemerkt, ja. Okay, vielleicht als, da kommt noch eine Frage. Ein Dank von Ute Berger für die günstigen Fahrpreise nach Stuttgart. Und es gibt aber in den Zügen keine Tische für Kaffeebecher oder Laptops oder sowas. Warum, entnehme ich mal der Frage. Und da weiß ich ja, dass das eine interessante Geschichte hat, wie diese Züge, warum es diese Züge geworden sind. Ja, ich weiß nicht genau, welche da bei euch fahren, weil wir haben ja, auf der einen Seite haben wir ältere Züge, also Züge, die halt schon gebraucht sind im Einsatz. Das sind oft Doppelstockzüge. Da gibt es das nur. Wir haben die neuen jetzt. Ihr habt die neuen. Ich glaube, die Flirt. Ah, okay. Ja, das, wir haben damals besprochen, die Züge müssen, da muss viel Platz sein, es muss WLAN haben, klimatisiert sein, es muss Echtzeitanzeigen geben, es muss Platz geben für Rollstühle, Fahrräder, Kinderwägen und es muss eine Toilette geben. Das waren so Barrierefreiheit. Das waren die Hauptmerkmale und Beinfreiheit war dem Fahrgastverband noch wichtig. Das haben wir auch alles realisiert. Die Sitze sollen gut sein. Und ich habe noch Wert darauf gelegt, dass die Anmutung, also das Styling, das Design gut ist und erkennbar als Baden-Württemberg-Zug. Das ist alles gut gelungen, aber an die Tische haben wir nicht gedacht. Aber im Moment reden wir darüber mit Experten und Designern, wie die Züge, die wir für die Zeit nach 2025, wenn Stuttgart 21 fertig ist, werden wir nochmals mehr Züge bestellen können, ja, weil dann die Baustelle rum ist und weil dann die Fahrkapazitäten insgesamt auch erweitert werden. Und da werden wahrscheinlich eine ganz neue Art von Wagen zustande kommen, wo wir auch so Arbeitsplätze haben, dass man mit dem Laptop sitzen kann, wie im Café zum Fenster raus und einen Tisch vor sich hat. Aber nicht natürlich jeder sitzt, sondern es wird dann einfach so unterschiedlich gestaltet werden. Aber das haben wir, ans Kaffee trinken haben wir damals nicht so gedacht. Ist damit der Barrierefreiheit natürlich auch wieder weniger komfortabel. Ja, es ist immer so, manche Wünsche kann man sagen, ja, wäre gut, aber es muss einem klar sein, wenn du noch mehr Platz für Fahrräder machst, hast du noch weniger Sitze. Wenn du noch mehr Toiletten machst, fallen wieder Plätze weg. Ja?
Und wir haben halt gesagt, es muss mindestens eine Toilette im Zug sein. Das ist ein moderner Standard. Es gibt einfach zu viele Menschen, die aufs Klo müssen. Und wir wollen das nicht, wollen nicht die Leute einfach ausschließen, weil sie sagen, ich kann nicht mit dem Zug fahren, weil ich nicht weiß, wann ich aufs Klo muss. Und wenn da nichts ist, dann geht es nicht. Jetzt würde ich doch die allerletzte Frage noch dazu nehmen. Es wurde nochmal konkret zur Hohenlohbahn nachgefragt von Peter Eichelin, wie man das beschleunigen kann, was vor Ort hier da unterstützend getan werden kann. Wir werden ja demnächst eine Veranstaltung machen, wo wir fachlich die Leute informieren, was wichtig ist bei den Schritten, weil sehr oft so, dass praktisch vor Ort, das sind lauter Menschen, die zum ersten Mal in ihrem Leben eine Eisenbahn reaktivieren. Ist ja logisch, das hat es ja vorher nicht gegeben und das ist eigentlich ein Strukturproblem. Wir können, weil der Bund seine Verantwortung nicht wahrnimmt, machen wir das ja als Kommunalprojekte. Und Kommunalprojekte heißt, es muss irgendein kommunaler Zweckverband gegründet werden, den wir dann fördern können. Wobei, jetzt gibt es Elektrifizierung Hohenlohbahn. Ich glaube, so. Du bist bei der Nebenbahn, also Korratalbahn. Anders, da kann man politischen Druck machen, das hilft immer. Aber ich würde trotzdem mal das andere mal erklären. Wir spüren natürlich schon auch, dass vor Ort die Bereitschaft ist, was zu tun, aber man oft nicht so richtig weiß, was kann man tun. Und das wollen wir doch auch nochmal offenlegen, was kann man tun und was können wir dazu beitragen. Ansonsten werden wir halt die Pläne vorantreiben und dann muss es am Ende natürlich vom Bund genehmigt werden, vom Bund muss der Zuschuss genehmigt werden und so weiter. Da ist es immer gut, wenn Abgeordnete hinterher sind, aber auch wenn Bürger. Das kann man, ich kann es mal pauschal sagen, es gibt eine Region in Baden-Württemberg, die extrem hinterher war. Hinterm Ausbau der Elektrifizierung, das ist die Region Freiburg-Breisgau. Und die haben das geschafft, wirklich etwa 180 Kilometer zu elektrifizieren. Das waren Bahnen, wie sie bei euch auch umfahren, nur bei euch, wie in anderen Regionen des Landes, tuckern da noch Dieselzüge. Und die haben das alles jetzt umgestellt auf Elektro. Und da war aber die ganze Region, jeder schwarze Bürgermeister, Landrätin und sonst was, alle waren dafür. Und haben gedrängt und gemacht und deswegen sind die jetzt auch durch und andere fangen jetzt erst an. Also die Region ist schon auch dafür, von daher besteht für uns ja Hoffnung und ist ja jetzt auch im vordringlichen Bedarf. Ja. Von daher hoffen wir, dass es vorangeht. Ich würde sagen, beenden wir diese Diskussionsrunde und du liest dein nächstes. Weiter. Jetzt am ganz anderen Feld. Okay. Ich soll ja nicht glauben, dass ich nur am Güterbahnhof geboren bin und dann Zugfan geworden bin, sondern es gibt auch anderes. Die Schwaben und ihr Automobil. Mein Traum vom Weltkugeltaunus. Mobilität verändert die Welt, das wurde allen Menschen zu Anfang der Eisenbahnzeit bewusst. Als am 7. Dezember 1835 die erste Dampflokomotive Adler von Nürnberg nach Fürth fuhr, fragen sich viele, was wird daraus werden? Einige hatten Angst um die schönen deutschen Wälder, durch die nun Bahntrassen verlegt wurden. Andere machten sich Hoffnung, dass der Fortschritt endlich auch Wohlstand für die niederen Stände bringen würde. Aber viele waren fasziniert von der Geschwindigkeit, mit der man nun unterwegs sein konnte. Und manche hatten Angst, ob es die Menschen überhaupt ertragen. In den folgenden Jahrzehnten wurde nicht nur Deutschland komplett mit Schienen erschlossen, sondern ganz Europa und ja, die Welt. Die Bahnen ermöglichten eine neue Mobilität der Massen. Dann kam schon bald das Auto. Auch wenn es zum Ende gehenden 19. Jahrhundert noch ein vollkommener Außenseiter war. Ob es eine Zukunft haben würde, daran zweifelten viele Menschen. Und bis zur Mitte des 20. Jahrhunderts dominierten die Eisenbahnen das Verkehrssystem. Man muss sagen, dass selbst Gottlieb Daimler nicht glaubte, dass es wirklich so einen Erfolg haben wird, wie man das heute sieht. Und es gibt ja ein berühmtes Zitat vom Kaiser Wilhelm II., der noch Anfang des 20. Jahrhunderts gesagt hat, dass das Pferd dem Auto weit überlegen ist. Und zur damaligen Zeit war das sicherlich so. Ja? Man konnte sich ja noch nicht vorstellen, dass aus diesen tuckernden, langsamen, lauten, stinkenden Gefährten mal wirklich was ganz anderes Wort. Also erst die zweite Hälfte des 20. Jahrhunderts brachte weltweit den Durchbruch des Automobils. Und zwar
nicht nur in Deutschland, sondern zuerst in den USA, dann in anderen Ländern wie Frankreich, England, Japan, Deutschland, Korea und so weiter. Baden-Württembergs Automobilwirtschaft wurde eines der Zentren der weltweiten Verkehrswende. Weg vom Ochsenkarren hin zum Auto in allen Varianten. Baden-Württemberg wurde das Autoland. Hier produzierten Daimler, Audi und Porsche erfolgreich Jahr für Jahr immer mehr Fahrzeuge. Wer etwa bei Bosch oder bei Daimler einen Arbeitsplatz hatte, der fühlte sich in den Wiederaufbaujahren und bis zur ersten größeren Krise, die mit der Automatisierung der Produktion verbunden war, so sicher wie ein Beamter. Ich schaffe beim Bosch und IB bei Daimler. Das waren die Ansagen stolzer Mitarbeiter, die sich mit ihrer Firma wie mit dem Produkt identifizierten. Und das waren auch Sätze, die manch einem Werber den Weg ins Herz des zukünftigen Schwiegervaters ebneten. Man sagt, dass die schwäbischen Intellektuellen wie Hölderlin oder Hegel ihre Erben in den großen Erfindern der Moderne, einem Bosch und einem Daimler, gefunden haben. Da könnte was dran sein. Damals produzierte man mit deutlich mehr Beschäftigten in einer Branche noch deutlich weniger Fahrzeuge als heute. Aber jetzt hängen immer noch eine 500.000 Arbeitsplätze von den 6 Millionen, die es in Baden-Württemberg gibt, direkt oder indirekt am Automobil. 75% aller Fahrzeuge werden exportiert und die Zulieferer haben zum Teil noch höhere Exportquoten. Bosch und viele kleinere und mittlere, zum Teil weniger bekannte Zulieferer geben gerne an, dass ihre Teile in fast allen Fahrzeugen der Welt verbaut seien. Gerade im ländlichen Raum gibt es Gegenden und Orte, wo die Hidden Champions zu finden sind. Sie sind der wahre Markenkern unseres Landes. Dies alles hat dazu geführt, dass die Menschen nicht nur das Autofahren lieben gelernt haben, sondern auch die Autoindustrie. Das Auto wurde für viele Familien zum Mittelpunkt des Lebens, zum Garanten für einen sicheren Arbeitsplatz, für Wohlstand und eine sonnige Zukunft. Man könnte mit Loriot dazu sagen, ein Leben ohne Auto ist denkbar, aber sinnlos. Seit Generationen trägt die Faszination für Komfort, Ästhetik und Technik dazu bei, dass Baden-Württemberg von klein an aufs Auto seine Kinder sozialisiert. Das Auto steht bis heute für Fortschritt und Moderne. Nur fragt man sich, wie lange noch? Meine Generation und ich waren bereit, am Erfolg des Automobils begeistert mitzuwirken. Im Alter von 16 Jahren begann ich mit dem Auto meines Vaters zu üben. Der Hof am Haus meiner Eltern war gepflastert und hatte die Form eines großen Tees. Weil er einst für landwirtschaftliche Pferdewagen genutzt worden war, gab es genug Platz für meine ersten Manöver. Hier lernte ich das Anfahren, das Vorwärtsfahren, das Rückwärtsfahren, das Kurvenfahren auf engstem Raum und das Einparken. Weil ich in jeder freien Stunde übte, war ich schnell besser als meine Schwester, die einmal Gas und Bremse verwechselte und in den Hühnerstall fuhr. Wir haben sie so ausgelacht, dass sie danach nicht mehr weiter üben wollte. Mir könnte so etwas nicht passieren, spottete ich, bis ich selbst an der Mauer des Gartenhauses entlang schrammte, während unser Wagen die Fahrt in den Hühnerstall ohne sichtbare Folgen wegsteckte, blieben meine Spuren weithin und weiterhin lange sichtbar. Meine Eltern fuhren ein typisches neues Modell der 50er Jahre aus den deutschen Ford-Werken, den eleganten Ford Taunus 12M. Unter Kennern und Klassikfans ist er heute noch bekannt als Weltkugel-Taunus. Statt einer Kühlerfigur besaß er eine Weltkugel. Sie kam mir vor wie ein großes Versprechen. In der Mitte des Miniaturglobus ist der Atlantik zu sehen, dann sowohl Europa als auch USA. Ein Anblick, der diesen Jungen aus Rottenburg, der ich damals war, schwer beeindruckt hat. Der Ford Taunus meiner Eltern bedeutete ein Stück von der großen, weiten Welt, die da draußen auf uns wartete. Mit einem Wort: Freiheit. Mit fast 40 Jahren Abstand fällt mir erst auf, wie symbolisch dieses Autodesign war.
nicht die Erde trägt das Fahrzeug, sondern das Fahrzeug trägt die Erde auf seinem Kühler. Wir sind wieder beim Thema, Mobilität bewegt die Welt. Es war für mich klar, dass ich meinen Führerschein und die Prüfung vor meinem 18. Geburtstag absolvieren würde, um an diesem Tag gleich losfahren zu können und keinen Tag zu verlieren. Der Ford Taunus war inzwischen 13 Jahre alt und stand schon für mich bereit. Vorsorglich hatte ich meinen Vater überzeugt, dass dieses Auto nicht mehr standesgemäß für ihn sei. Dank meiner Überredungskünste hatte er einen neuen Audi 100 gekauft. Damit hatte unsere vierköpfige Familie 2 Autos und 10 Sitzplätze auf dem Hof stehen. Wie jeder Junge meines Alters und auch einige Mädchen war ich absolut fixiert darauf, ein eigenes Auto zu besitzen. Als es dann soweit war, fuhr ich jede freie Stunde mit meinem neuen Superpanzer, wie ich das schwere Gefährt taufte, durch die Gegend. Ich hatte es in roter Schrift auf den Kofferraum geklebt. Superpanzer. Im Jahr 1970 dachte keiner unserer Generation daran, dass die vielen Aus- und Übungsfahrten und überhaupt das Autofahren einen Einfluss auf das Klima und auf die Umwelt haben könnten. Das eigene Auto fuhr man mit Stolz. Darauf kam es uns an. Uns ging es um erfahrene Freiheit im wörtlichen Sinne. Das Auto bedeutete nicht nur Mobilität, es war auch der erste Privatraum, den man seinen eigen nennen konnte. Und so nutzte ich ihn auch zum Knutschen und zu allerhand anderen schönen Dingen. In den folgenden Jahren machten das so oder ähnlich alle jungen Leute, Jungs wie Mädchen. Wer nicht arm war, besorgte sich ein gebrauchtes älteres Auto, vorzugsweise ein Käfer oder ein R4. Wer ganz cool war, eine Ente mit Faltdach. So wuchs die Zahl der fahrbaren Sitzplätze Jahr für Jahr, nicht nur in Deutschland, sondern in allen westlichen Ländern und später auch in China, Indien, Russland, Afrika. Die Verzauberung des Ford Taunus hat sich längst in sein Gegenteil verkehrt. Nicht das Auto trägt die Welt, sondern die Welt muss die vielen Autos ertragen. Sie kann es aber bald nicht mehr. Das ist den meisten Menschen heute langsam klar. Hier gilt eine alte Regel, die für alle Systeme gilt. Die Menge macht das Gift. 2020 fuhren weltweit etwa 1,3 Milliarden Fahrzeuge mit Verbrennungsmotor. Fuhren? Das ist vielleicht zu viel gesagt. In den rund 600 Metropolen stauen sich alltäglich all die vielen schönen Fahrzeuge, die uns eigentlich voranbringen sollten. Sie stehen sich selbst im Wege. Und dabei belasten sie die Umwelt, die Luft, das Klima. Sie verbrauchen unendlich viel Öl. Sie sind je nach Region für 10, 15, ja bis 30% des CO2-Ausstoßes verantwortlich. Im Autoland Baden-Württemberg sind es sogar 33%. Heute haben wir im Land über 6 Millionen, in Deutschland rund 15 Millionen Kraftfahrzeuge, einige Zweisitzer, einige Siebensitzer, die allermeisten sind aber Fünfsitzer. Einfach gerechnet, 50 Millionen mal 5 Sitze gleich 250 Millionen Sitzplätze für 82 Millionen Einwohner. Dazu kommen noch die vielen Millionen Bahn- und Bussitzplätze, die wir bei dieser Rechnung komplett übrig haben. Wir könnten mit unseren Sitzplätzen also alle 82 Millionen Einwohner Deutschlands transportieren, obwohl wahrscheinlich 10 Millionen Menschen gar nicht transportfähig sind, zum Beispiel Alte und Kranke und Kleine. Wir können in unseren Autos zusätzlich Platz für 60 Millionen Italienerinnen, 67 Millionen Französinnen und 47 Millionen Polen, wenn alle zugleich zu Besuch kämen, Platz bieten. Für die restlichen EU-Staaten müssten wohl die Sitzplätze unseres öffentlichen Nahverkehrs reichen. Was für eine Verschwendung. Im Einzelfall mag es wohl sinnvoll sein, dass eine vier- oder fünfköpfige Familie 5 Autositze hat. Klar, das braucht man, aber was im Einzelfall sinnvoll ist, wird als System unökonomisch und letztlich auch unökologisch. Was für ein gewaltiger Ressourcenverbrauch, ein Überschuss von über 200%. In welchem anderen Lebensbereich leisten wir uns derartige Überkapazitäten? Man denke mal nur kurz, wir würden neben jede Kita 2 andere Kitas stellen für den Fall, dass alle Kinder aus Europa gleichzeitig zu Besuch kämen. Dieser Überschuss hat weitere Folgen. Unsere Autos stehen im Schnitt 23 Stunden am Tag
ungenutzt rum, parken die Straßen zu, die Plätze und die Anlagen. Sie transportieren in der einen genutzten Stunde etwa 1,2 Menschen. Wir transportieren also mit 1,5 bis 2,5 Tonnen teuren technischen Material circa 80 Kilogramm Mensch. Da müssen wir uns doch die Frage stellen, ist das effizient? Ist das ökologisch und ökonomisch sinnvoll? Der massenhafte Erfolg des Autos, das für den Einzelnen praktisch und bequem ist, keine Frage, lähmt den Verkehr und belastet massiv die Lebensqualität, vor allem in den Städten. Diese Situation beschäftigt nun schon längere Zeit Wissenschaftler und Autobauer. Könnte man die Autos nicht kleiner und leichter machen? Könnte man die Autos nicht anders, effektiver, gemeinschaftlich nutzen? Könnte man nicht mit deutlich weniger Autos mehr Mobilität ermöglichen? Und ich höre an der Stelle auf, es geht dann weiter über meine erste Auto-WG und neue Träume. Dankeschön. Also habe ich selten so schön bildlich, glaube ich, gehört, dieses Fort Taunus, der hat noch die Erde getragen und jetzt muss die Erde diese Masse an Autos ertragen. Ein völliges Überangebot. Ja, super, der Vergleich mit den Kitas. Da wäre es völlig unvorstellbar. Ich habe auch gleich, also am Anfang habe ich mich ja auch gefragt, wie konnte aus dir ein Grüner werden mit so einer Liebe zum Auto, aber das schließt sich ja überhaupt nicht gegenseitig aus. Und auch eine Frage dazu von der Ruth Steinke. Wie sehen Sie heute die Bindung an das Auto? Wie in Ihrem Kapitel beschrieben, oft wird gesagt, die jungen Menschen wollen und brauchen kein Auto mehr. Ist das vielleicht doch Zweckoptimismus? Sind wir schon wirklich so weit? Freiheit heute durch die Bahn? Also vielleicht nochmal kurz auf deine Bemerkung eingehen. Natürlich habe ich im Laufe meiner Lebenszeit dazugelernt und wahrgenommen, was ich jetzt auch so geschrieben habe, dass das schon eine Fixierung ist. Ich habe heute kein so libidinöses Verhältnis mehr zu einem Auto, sondern ich habe ein sehr rationales Verhältnis übrigens zu allen Transportmitteln. Ich fahre zwar am liebsten Fahrrad, aber trotzdem liebe ich mein Fahrrad nicht. Ja. Und ich fahre sehr gerne Eisenbahn, aber ich würde nicht sagen, ich liebe die Eisenbahn, aber ich fahre gerne. Ja. Und ich schätze auch schöne Autos und ich fahre auch gerne in einem guten Auto. Aber halt sehr rational eingesetzt zum richtigen Zweck. Und dieses Verhältnis beobachte ich schon auch, dass die junge Generation ein rationales Verhältnis zum Auto hat. Deswegen habe ich auch die Geschichte beschrieben. Für meine Generation war das ja so, dass das Auto sozusagen die neue Zeit, die Zukunft war. Das war in meiner Kindheit nicht selbstverständlich, sondern sagen, meine Eltern hatten so, ich will jetzt nicht sagen, waren eine der ersten, die ein Auto hatte, aber es war sozusagen die erste Gruppe, die in größerem Umstand, in größerem Maße sich ein Auto leisten konnte. Und in weiteren Kapiteln kommt dann auch, wie sozusagen dann vielleicht ungefähr 10 Jahre später die Arbeiterschaft sich das Auto geleistet hat und es dann immer mehr geworden sind. Und heute ist es so, dass ich zumindest in den Städten feststelle, dass junge Leute, sagen wir mal, gute Nutzer des öffentlichen Verkehrs sind. Das haben sie mit ihren Handys, mit den Apps und klar drauf. Wann geht da was ab? Es ist für sie, die sind auch keine Technikfreaks, die gerne an Autos rumbasteln. In meiner Generation, ich persönlich nicht, aber ich hatte viele Leute gehabt, die gerne noch an ihren Autos rumgeschraubt haben. Das kannst du heute in den Autos gar nicht mehr. Ne? Die sind technologisch so. Und ich lese natürlich auch die Studien, dass moderne Menschen sozusagen eher Nutzer werden als Besitzer. Und das ist ja auch unser Leitbild. Wir wollen, dass man das Auto nutzt, aber nicht besitzen muss. Trotzdem sehe ich natürlich, dass viele Leute, das mache ich auch in meiner eigenen Familie, dass es natürlich schon auch das Bedürfnis gibt, das eigene Auto zu haben. Ich will mal sagen, die Tasche der Frau. Das klingt jetzt fast macho-mäßig, aber mir fällt schon auf, dass Frauen gerne das Auto als Tasche benutzen, wo man alles drin hat, liegen lassen kann und sonst was. Das geht mir, habe ich das Auto nicht benutzt. Früher war es immer meine Sporttasche, das gebe ich zu. Da habe ich ja alle möglichen Sportgeräte drin gehabt. Das war noch zu Zeiten, als ich Sportlehrer war. Aber was ich damit sagen will, das ist, man hat schon auch immer noch heute auch zu beobachten, dass du ein sehr persönliches Verhältnis zum Auto hast. Du kannst da viel drin liegen lassen, du musst nicht alles ausräumen. Und da stinken keine anderen Leute rein und keiner raucht und so weiter. Du bist der Eigentümer des Ganzen. Aber ich
bin zum Beispiel in Stuttgart auch Nutzer von Carsharing. Und ich finde es total einfach, ja. Wenn du da mit dem Handy guckst, wo gibt es ein Auto, dann läufst du dahin, dann machst du das mit dem Handy auf und steigst ein, fährst dahin, wo du mit der U-Bahn nicht hinkommst. Das ist echt hilfreich. Und steigst wieder aus, stellst das Auto ab und musst nichts tun, außer dass du es nutzt. Also das sehe ich, das ist schon ein Pro für eine andere Nutzung. Ja, ich habe jetzt direkt gedacht, da kommt aber viel auch der Unterschied Stadt-Land zum Tragen. Also hier sehe ich auch in der Nachbarschaft und kann man tatsächlich an der Zahl der Autos vor der Tür sehen, wie viele 18-jährige Menschen in diesem Haushalt wohnen. Da kommen alle paar Jahre kommt eins dazu, solange die Kinder da wohnen. Und Carsharing gibt es hier auch, bin ich auch Mitglied, nutze das auch immer mal wieder. Aber es ist natürlich noch lange nicht so komfortabel, weil die Autos feste Stellplätze haben. Und in Geildorf war auch ein Angebot da, was leider dann nicht so angenommen wurde wie gedacht. Also das ist natürlich in der Stadt mit vielen Menschen sehr viel einfacher zu organisieren als im ländlichen Raum. Und trotzdem, denke ich, ein ganz, ganz wichtiger Baustein, der hilft und gut ist. Wir haben ja auch immer mehrere Versuche unternommen und wir halten auch daran fest, dass wir Carsharing im ländlichen Raum stützen. Wir haben ja auch einen Rettungsschirm für Carsharing gemacht, wo wir denen Geld dafür gegeben haben, dass sie gerade im ländlichen Raum es nicht aufgeben, weil die in der Krise, in der Corona-Krise war das ja ein echtes Problem, dass sie am liebsten das aufgegeben haben, was sich sowieso nicht richtig rechnet. Das Problem beim Carsharing ist schon, dass du vergleichsweise viele Nutzer brauchst, dass es als System gut funktioniert. Wenn du zu wenige hast, hast du nur wenige Autos, dann hast du einen Stellplatz, der weit weg ist von den meisten. Und Carsharing, wo halt das Auto vielleicht ein paar hundert Meter weg ist, ist halt schon günstiger. Deswegen glaube ich auch, dass manche Grüne denken ja, das Auto ist generell durch einen öffentlichen Verkehr zu ersetzen. Das glaube ich, das gilt für den ländlichen Raum nicht. Ich glaube, dass gerade im ländlichen Raum das Auto so viele Vorteile hat, dass das wird man nicht wegpolitisieren, sondern da ist es entscheidend, dass das Auto anders genutzt wird, dass es elektrifiziert wird, also dass die Autos sauber werden und dass man mehr kollektive Nutzungsformen findet, ja, dass man es öfters teilt. Und sagen wir mal, du hast ja gerade gesagt, man sieht, wie viele Menschen über 18 sind. Es gibt ja Haushalte, gibt es halt 2 und 3 Autos. Und es wäre ja schon ein Fortschritt, wenn es halt eines gibt von der Familie und das zweite, das dritte Auto ist dann ein Leihauto, was irgendwie mit Carsharing genutzt wird. Das wäre schon ein großer Fortschritt. Und wie gesagt, wenn die Autos dann auch noch elektrifiziert waren dann und auch gemeinschaftlich genutzt werden in die Stadt, dann sind sie durchaus auch ein guter Beitrag. Ich springe jetzt ein kleines bisschen, aber weil es eine interessante Frage ist, jetzt wieder mehr in den Bahnbereich geht, aber auch die Frage Attraktivität ein Stück weit mit einschließt. Und zwar geht es darum, wie man auch in der Provinz, zum Beispiel im Bahnhof Hessenthal, Kunstprojekte in den Unterführungen zum Beispiel voranbringen kann. In Stuttgart läuft es wohl besser, das schreibt die Ute Berger, da würde die Bahn sogar selber aktiv werden und hier wird es aber wohl eher blockiert. Gibt es da Möglichkeiten, das zu, also da bei der Bahn, für das, die Unterstützung der Bahn dazu kriegen? Ach, warum nicht? Du schreibst einen Brief an mich, dann muss ich den beantworten. Ich kann den aber nicht beantworten, wird mein Haus recherchieren, wird an die Bahn schreiben und fragen, wie ist das denn? Und ich bin ja sehr dafür, dass wir öffentliche Räume kunstvoll gestalten, weil das der beste Schutz gegen Graffiti ist, weil es einen gewissen Respekt gibt. Ich bin sehr wohl dafür, dass man Leute, die Graffitis machen, wenn es kunstvoll ist, dass man das nie machen lässt. Aber ich habe was gegen die Pissmarken, ja, wo nur irgendwie so 3 Buchstaben draufgeschmiert werden in aller Größe. Keine Kunst, sondern eine Schmiererei. Und das vielleicht auch auf einer schönen Wand. Ja. Und mir würde es gefallen, wenn wir mehr solche öffentliche Gestaltung, öffentliche Wände. Ich habe auch so eine Idee, dass wir das an Autobahnen und sonstigen Lärmschutzwänden mal machen. Ja, weil die werden auch alle beschmiert. Und lieber mal sagen, da gibt es einen Wettbewerb und da kann man sich bewerben, kann man sozusagen ein Areal kriegen und das muss dann gestalten. So wie die, kennst du die Galerie an der East Side Gallery in Berlin? Mhm, klar. Die wirklich so wunderschön ist, jeder Block hat sozusagen einen Künstler gefunden und ist wieder ein anderes Bild. Sowas würde ich gerne mal wo machen, ja. Und in dem Fall, wenn die Bahn Eigentümer ist, muss man die Bahn fragen.
aber die sind inzwischen der Bahnhofschef Baden-Württemberg Groh, den kann man sowas bei, also kann man sicherlich dafür interessieren. Okay, Ute, dann können wir ja auch mal direkt drüber sprechen. Dann, und ich schreibe dann einen Brief an den Minister und dann gucken wir, was daraus wird. Ich habe noch eine Frage zum lokalen Projekt, aber das sagt dir bestimmt was, der Weilertunnel. Die Frage ist jetzt, wie kann man so ein unsinniges Projekt stoppen? Ich würde es vielleicht noch ein bisschen weiterfassen. Also das ist ja eine uralte Planung von vor 40 Jahren, wo das vielleicht, so wie du es ja auch beschrieben hast, einfach Verkehr ja auch noch anders gedacht wurde und autozentriert gedacht wurde. Schon vorher, aber speziell durch Klimakrise ist das ja jetzt wirklich nicht mehr angemessen. Vor allen Dingen, wenn so ein Projekt dann auch eigentlich alles andere verschlechtert. Also den Radverkehr eher verschlechtert, den ÖPNV verschlechtert, weil Bushaltestellen eigentlich gar nicht mehr unterzubringen sind. Ist vielleicht ein bisschen schwierig für dich jetzt für so konkret lokale Projekte, aber vielleicht mal so diese Frage, wie kann man so alte Geschichten, die sich eigentlich überholt haben, jetzt aber gesetzt sind, gibt es da Möglichkeiten zu stoppen oder was sind die Hebel da eigentlich, die jetzt angebrachten Dinge umzusetzen? Also in der Tat ist es, der Weilertunnel ist einer, den ich mehrfach aufgesucht habe, also sozusagen die Zeit davor und die, glaub, auch die Baustelle, weil ja mich Grüne immer dahin geführt haben, auch der Oberbürgermeister mich dahin geführt hat. Und es ist ja so, dass das ja sehr verspätet dann endlich vom Bund angegangen, genehmigt worden ist und in Bau genommen worden ist. Und da ist dann irgendwann mal so, wo du sagen musst, es ist so. Man würde es heute anders angehen, aber die Verfahren sind derartig langwierig und am Ende, wenn sie mal rechtskräftig sind und wenn der Bund entschieden hat, jetzt bauen wir, dann macht er ja das wissen die meisten nicht. Der Bundesverkehrswegeplan heißt ja Bundesverkehrswegeplan, aber es heißt am Ende, der Plan kommt zustande nach Rückfrage bei den Ländern und bei den Kommunen und die geben dann sozusagen eine Antwort im Bund und dann macht der Bund, korrigiert seinen Plan oder nimmt es im Plan auf und dann geht es in den Bundestag und wird dann als Ausbaugesetz beschlossen, wo die ganze Liste der Straßen drin ist. Und ab dem Zeitpunkt kannst du eigentlich im Großen und Ganzen das nicht mehr verhindern, außer du änderst das Gesetz. Nur in dem Gesetz hängen 1000 Straßen dran. Und deswegen wird es nicht mehr aufgemacht, weil natürlich alle anderen sagen, Moment mal, wenn das losgeht, kommen die vielleicht bei uns auch. Oder dann kommen wir und sagen, wenn das entgeht, wollen wir uns aber drin haben. Also wird die Mehrheit immer verhindern, dass überhaupt noch was geändert wird. Das sind nur äußerste Sonderfälle, wo was nicht realisiert werden kann, wo besonders schwierig ist. Und wo ich sagen muss, das ist halt, ich sag mal, das ist der Fluch langwieriger Entscheidungsprozesse auch in der Demokratie, im Rechtsstaat, dass du irgendwann mal halt akzeptieren musst, dass Mehrheiten, die dafür im System die Verantwortung tragen, entschieden haben. Und da kannst du als Minderheit immer noch ganz anders denken, aber es hilft nichts mehr. Schon gar nicht als Minister. Ja? Als Minister bin ich ja Auftragsverwaltung des Bundes nach Grundgesetz und muss das umsetzen. Ja, ich kann da, im Einzelfall kann ich Einwände bringen. Ich will mal ein Beispiel aufzeigen, wo ich zu einem späten Zeitpunkt habe, wo aber noch nicht so wie bei euch in Schwäbisch Hall schon alle Pläne da waren und Plan festgestellt war, sondern wo es um eine Straße ging, am Bodensee ist es, auch eine ewig lange Planung, aber wo man nie eine Trasse gefunden hat und wo es nie klar war, baut man jetzt zweispurig, dreispurig oder vierspurig aus. Und jetzt steht im Bundesverkehrswegeplan Ausbaugesetz, steht drin vierspuriger Ausbau mit zwei Standspuren. Und das ist ein Gebiet, was in hohem Maße durch Weinbau und Obstbau genutzt wird, wer den Bodensee kennt, weiß es, am Ufer entlang ist alles zu. Ja. Und die wenigen Reste, die nicht landwirtschaftlich genutzt werden, sind dann die letzten Freizonen Naturschutzgebiete. Ja. Da eine Straße ist schier unmöglich. Und deswegen habe ich ein großes Beteiligungsformat angestrebt und nach 2,5, 3 Jahren hat man dann endlich sich verständigt auf ungefähr eine Trasse und das war, während wir als Verkehrsministerium
mit Experten nachgewiesen haben, dass man keine autobahnähnliche Ausbaumaßnahmen braucht, vier Spuren plus zwei Standspuren, sondern dass man mit einer dreispurigen Lösung das gleiche Problem lösen kann, die dann weniger Landschaft und Natur verbraucht. Das haben wir dann vorgeschlagen vor Ort und dem Bund. Und der Bund hat es abgelehnt. Und dann hast du nichts mehr in der Hand. Und vor allem, wenn dann vor Ort alle Bürgermeister und Landräte sagen, ja, aber wir bestehen darauf und wir haben einen Anspruch, das ist doch gesetzlich beschlossen. Also man kann so alte Pläne eigentlich nur noch kippen, wenn es neue Mehrheiten gibt, die bereit sind, das auch dann im Bundestag oder auf Bundesebene umzusetzen. Und politisch gesprochen war die Debatte ja unlängst da in Hessen, als da die Autobahn da gebaut worden ist und die ganzen Klimaschützer da sich hingesetzt haben und der grüne Verkehrsminister sozusagen die Räumung beantragt hat, weil er bauen muss. Da bin ich ja auch gefragt worden, was macht ihr? Geht es überhaupt, das Moratorium, was die Grünen fordern? Da würde ich sagen, auf Bundesebene kann man da schon was machen, aber das wird schwierig sein, weil wir müssten dann in einer ersten Sinne Koalition kommen und in der Koalition vereinbaren, dass wir jetzt, sagen wir, der Bundesverkehrswegeplan, der jetzt umgesetzt wird, läuft von 2015 bis 2030. Und es ist vereinbart, nach 5 Jahren soll evaluiert werden. Und das müssen wir dann vereinbaren, dass wir diese Evaluation dazu nützt, um zu sagen, was ist unter heutigen Gesichtspunkten, unter Klimaschutzgesichtspunkten noch zu rechtfertigen? Und können wir dann im Konsens das Ausbaugesetz ändern? Das wäre der Weg. Aber schon bei der Beschreibung merkst du, das ist ziemlich kompliziert. Und da musst du erstmal die SPD und die CDU dazu gewinnen. Ich meine, du kennst ja auch die CDU-Abgeordneten, ja? Die hast du aber auch auf Bundesebene. Also nicht nur hier im Land, ja? Und du weißt ja, wie die in diesen Fällen in der Regel aufgestellt sind. Also wir sind gespannt. Wir haben es jetzt im Gemeinderat, im Ende Januar muss das auf die Tagesordnung, weil wir da einen Antrag nochmal zugestellt haben zum Weilertunnel, wo genau mal der Stand und alles dargestellt werden soll, vor allen Dingen eben auch die Verkehrsführung von den anderen Verkehrsmitteln, weil bisher dann noch keine Konzepte bekannt sind. Mal gucken, ob sich da irgendwelche Mehrheiten verschieben, wenn allen klar wird, was für Folgen dieses Projekt hat. Bisher waren wir da tatsächlich als Grüne immer allein auf weiter Flur, aber ich weiß von vielen Menschen aus der Bevölkerung, die das auch sagen, das Projekt ist, wenn es denn jemals sinnvoll war, jetzt ist es ganz bestimmt nicht mehr sinnvoll. Von daher mal gucken. Es gibt ja eine kleine Chance, gibt's. Aber das, was du sagst, dass man nicht an ÖPNV gedacht hat, nicht an Radverkehr und so weiter, das muss man nachbessern. Das geht vielleicht unter Umständen auch, indem man halt zusätzliche Sachen macht. Ja, ich meine, die alte Straße gibt es ja dann noch. Wenn der Tunnel gebaut ist, gibt es ja immer noch die alte Straße. Das ursprünglich war ja geplant, dass die, glaube ich, zurückgebaut wird. Aber da könnten wir zumindest einen ordentlichen Radweg machen oder man könnte sie als Umweltspur fahren, nutzen. Ist jetzt ins Blaue reingeredet. Ich will nur sagen, Verbesserungen, du hast mich am Anfang gefragt nach Stuttgart 21, was ist eigentlich von dem Schlichtungsgespräch übrig geblieben. Bei Stuttgart 21 haben wir ja nicht aufgehört, Verbesserungsvorschläge zu machen. Und wir haben eine Menge Verbesserungsvorschläge inzwischen durchgesetzt. Und das hat das Projekt nicht rumgedreht, aber es hat wenigstens einige gravierende Fehler kompensiert oder gar ausgemerzt. Ja. Und das würde ich sagen, das muss Kommunalpolitik immer den Anspruch haben, dass im Jahre 2021 fortfolgende kann es nicht sein, dass der ÖPNV verschlechtert wird und der Radverkehr verschlechtert wird. Da muss es Lösungen geben. Wir hoffen noch. Wir haben noch ein paar Minuten. Ich habe keine Fragen mehr im Chat. Wenn du also noch, jetzt kommt noch eine Frage, die würde ich dann vielleicht, würde ich eher die Frage nehmen, sonst hätte ich dich gebeten, noch kurz was zu lesen, aber jetzt, wenn eine Frage kommt, würde ich sie auch stellen. Genau, und zwar fragt der Patrick Feil, was sind aus Ihrer Sicht die wichtigsten Maßnahmen, um im Verkehrssektor schneller den CO2-Ausstoß zu reduzieren? Also nochmal die ganz große. Oh, das ist echt eine abendfüllende Frage. Also die wichtigsten. Grundsätzlich glaube ich, dass wir in allen Bereichen des Verkehrs was tun müssen. Also wenn man weiß, dass ungefähr 75% aller gefahrenen Kilometer für Personen und für Transporte, für Tonnen, mit LKW und Verbrennungsmotoren geschehen heute,
dann ist es absolut zwingend, dass das Auto selber umweltfreundlicher wird. Also weniger Sprit braucht, gar keinen Sprit verbraucht, sondern nur noch elektrisch fährt, und die elektrische Energie muss zwingend aus erneuerbarer Energie stammen. Sonst haben wir nicht so richtig viel gewonnen, wenn es aus Kohlestrom elektrisch fährt. Ja? Also grob gesagt, Elektrifizierung des Straßenverkehrs ist ganz wichtig. Viele Grüne sagen das ÖPNV-Ausbau. Aus meiner Sicht ist das Wichtigste, jetzt rein volumenmäßig gedacht, dass wir im Straßenverkehr weniger Emissionen haben. Und das geht dann, wenn wir natürlich den ÖPNV verbessern. Je besser der ÖPNV ist, desto mehr Fahrten können, auf die kann man verzichten. Das Ziel muss sein, dass wir also insgesamt den Autoverkehr reduzieren und dafür andere Verkehrsmöglichkeiten anbieten. Also einen guten öffentlichen Verkehr in guten Takten, gut vernetzt, und im ländlichen Raum einen auf bedarfsorientiert hin kleinteiligeren, flexiblen Verkehr, vereinfacht gesagt, ohne mit virtuellen Fahrplänen und virtuellen Haltestellen bedarfsgerecht in kleineren Einheiten gefahren. Das ist meine Perspektive für den ländlichen Raum. Das ist aus meiner Sicht das ganz große Projekt dieses Jahrzehnts und ein großes Projekt der Verkehrswende. Und dann in Städten natürlich Fußverkehr, Radverkehr fördern. Es wird ja viel auf kurzen Strecken gefahren, was in der Regel bedeutet, dass der Katalysator gar nicht anspringt, sondern das Auto kalt bleibt, und deswegen funktioniert er nicht. Deswegen haben wir da auch dreckige Luft in den Städten. Also kurze Wege mit dem Fahrrad zu Fuß gehen und dann öffentliche Verkehrsmittel und auch den Gütertransport auf der Schiene und auf der Straße. Ich habe ein Kapitel, das heißt, die neue Schiene ist die Straße. Ich bin ja sehr für die Elektrifizierung der Autobahnen. Das heißt, die rechte Spur, wo sowieso ein LKW nach dem anderen fährt, da eine Oberleitung hinbauen, geht schneller, ist billiger als eine neue Eisenbahnstrecke zu bauen, weil ich weiß inzwischen, wie selbst kleinste Strecken von wenigen Kilometern Jahrzehnte dauern, bis man sie macht, bis sie durchgesetzt sind, während die Autobahnen gebaut sind oder werden zum Teil einfach erweitert im alten Stil. Da könnte man einfach eine Oberleitung ziehen. Wir haben ja im Murgtal ein Modellprojekt, eines von drei, die die Bundesrepublik macht. Und ich sehe darin wirklich eine gute Zukunft, dass man einen Teil des Verkehrs auf die Art und Weise elektrifiziert, weil so schnell können wir gar nicht Bahnen bauen. Also man sieht so das ganze Spektrum, und das Ganze wird nur funktionieren, wenn wir die Rahmenbedingungen verändern. Also sprich durch die CO2-Bepreisung, die ja in diesem Jahr beginnt, allmählich den verbrennungsmotorgetriebenen Verkehr verteuern und die umweltfreundlichen Verkehrsmittel damit relativ günstiger machen, sodass es irgendwann mal auch anfängt, sich zu rechnen, dass man das Auto stehen lässt und mit der Bahn fährt oder mit dem ÖPNV fährt, und dass auch sozusagen Dienstfahrten so anders gemacht werden mit dem Elektroauto. Das ist ja schon eingeleitet, ein bisschen mit der steuerlichen Förderung. Und zu all dem, neben den politischen Rahmenbedingungen, die auf Bundesebene in der Regel oder auf europäischer Ebene gemacht werden, bedarf es allerdings auch eines Bewusstseins. Das ist in meinem Buch auch vielfach angesprochen. Am Ende sind schon Menschen, die die Entscheidung treffen. Und man kann heute schon morgens aufstehen und sagen, wie bewege ich mich? Ja, man hat mehr Alternativen, als man oft zugibt. Und wenn man es richtig plant, kann man entscheiden, ja, nutze ich das Auto, fahre ich doch Fahrrad, fahre ich mit der Bahn, brauche ich ein bisschen länger dafür, kann ich aber auch was machen und so. Also man muss schon auch sagen, die Verkehrswende gelingt nur, wenn wir einerseits die Antriebswende hinbekommen, also Antriebe auf erneuerbarer Basis, und wenn wir die Mobilitätswende zugleich machen, anderes Mobilitätsverhalten, andere Mobilitätsmischung, andere Mobilitätsinfrastrukturen und Angebote. So, das zusammen macht dann Sinn, und da wird irgendwie deutlich, eine macht die Politik und das andere muss jeder Einzelne tun. Es geht alles immer nur gemeinsam. Ja. Ja. Jetzt kommen zwar noch spannende Fragen rein in den Chat, zum Beispiel von Frau Janssen über die Frage, die natürlich gerade sehr relevant ist, wie kann ich in Bus und Bahn den bei Corona nötigen Abstand schaffen, sowas sicherlich auch ein Thema, wo du viel zu sagen könntest, aber ich würde es jetzt einfach an der Stelle beenden, weil ich weiß, dass du ja auch noch weiter musst. Ja, ich kann nur nicht lange antworten. Also okay. Erstens,
Wir machen das mit Masken. Wir haben die Achtnadel drauf. Die Klimatisierung ist verbessert worden. Und im Moment ist es so, dass es nur ein begrenztes Problem ist, weil ja alleine durch den Lockdown und die Schüler, die gerade nicht da sind, einfach die öffentlichen Verkehrsmittel nicht so voll sind. Aber entscheidend wichtig ist, dass die Schulen ihre Schulanfänge entzerren und dass die Unternehmen ihre Arbeitsbeginne entzerren und man Homeoffice überwiegend macht und dann zu anderen Tageszeiten fährt, wo nicht alle fahren. Und auch das muss wieder gemeinsam besprochen werden, weil alle einzeln sagen, naja, wir würden ja, aber das und das ist problematisch, weiß ich, die Schulen mit, aber wir haben dann Schülerinnen aus irgendwo, die kommen da nicht an. Und der Landkreis sagt, wir finden keine Busunternehmen, die überhaupt noch Fahrerinnen und Fahrer zur Verfügung haben, die nicht in Kurzarbeit sind. Und alles kleine Probleme. Und ich glaube, da müssen, und das fordere ich zum Beispiel schon jetzt lange, sich alle an einen Tisch setzen und nach einer Lösung suchen, die dann auch funktioniert. Und wenn man jeden kleinen Baustein dann ordentlich zusammensetzt, dann ist eine Lösung auch möglich. Wo ein Wille ist, ist auch eine Lösung da. Nur wenn man nichts lösen will, fallen einem nur die Probleme ein. Das nehmen wir jetzt mal als Schlusswort von einem Fachmenschen. Ich glaube, das ist deutlich geworden, der das eben biografisch jetzt auch noch hinterlegt für uns, nachvollziehbar in dem Buch. Fand ich sehr spannend, deine Erfahrungen, diese Reflexion und auch diese Verknüpfung dann mit den Zukunftsvisionen. Eine Frage habe ich allerdings noch, und zwar bin ich schon nach den signierten Exemplaren gefragt worden. Das ist mit Online-Lesungen jetzt ja total blöd. Aber gibt es eine Möglichkeit an Sie? Deine Kollegin Andrea Bogner unten hat schon zweimal ein Paketchen mitgebracht in die Landtagssitzung und die habe ich dann alle unterschrieben, hast du sie wieder mitgenommen. Okay, dann werde ich das auch so tun. Ansonsten ganz vielen Dank, dass du die Zeit genommen hast, dass wir jetzt schon mal gute Eindrücke, spannende Eindrücke aus deinem Buch gewinnen konnten. Danke auch an die Unterstützung im Hintergrund. Auch eine Online-Lesung funktioniert nicht alleine. Vielen Dank an alle, die dabei waren, die Fragen gestellt haben, Dinge eingebracht haben. Und ja, arbeiten wir weiter an der Mobilitätswende für eine klimaneutrale, saubere, sichere Mobilität der Zukunft. Winne, ganz, ganz vielen Dank an dich. Einen schönen Abend noch. Allen anderen auch einen schönen Abend. Bleiben Sie gesund. Schönen Abend. Tschüss. Tschüss. So.